Und dazu bitte ich den Herrn Leon Finger, der bereits seit 45 Jahren den Steeler Weihnachtsmarkt organisiert, auf die Bühne hinter. So, dann kommt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Die Frau Müller Jakob. Genau. Bürgermeisterin. So, der Herr Stinnecker kommt auch hinzu. Die Frau Hoff mit Charlotte von der EMG. Und ich gehe mal kurz an die Seite. Und die Frau Backhaus. Frau Backhaus. Die Spenderin des diesjährigen Baumes. Und der Herr Bohms und der Herr Greifenberg vom ICS-Vorstand. So, wir sind vollzählig. Ja, liebe Gäste, liebe Freunde des Steeler Weihnachtsmarktes und liebe Freundinnen des Marktes, ich darf Sie ganz herzlich zur Eröffnung des 45. Weihnachtsmarkts in Steele begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie haben, denke ich, das gleiche Gefühl. Wir haben lange warten müssen, 2 Jahre, und können jetzt sicherlich unter erschwerten Bedingungen, aber tatsächlich den 45. Weihnachtsmarkt angehen. Ich möchte eigentlich kurz die Gelegenheit nutzen. Einmal Dankeschön zu sagen an die vielen Helfer, da insbesondere natürlich im ICS-Vorstand, unserem Geschäftsführer in Alfred Reifenberg, unserem Kassierer Werner Bohms. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung, weil es ist klar, ein Markt in dieser Größe können nicht wenige Leute auf die Beine stellen, und da ist uns auch seit 2 Jahren oder seit dem letzten Weihnachtsmarkt eine ganz große Hilfe, die Essen Marketing Gesellschaft, die da heute durch Frau Hoff vertreten ist, mit Töchterchen Charlotte. Herzlich willkommen und auch vielen Dank. So, und ich glaube, zum Weihnachtsmarkt selbst brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Sie haben alle sicherlich schon den ersten Rundgang über den Weihnachtsmarkt gemacht, haben festgestellt, dass viel Altbewährtes wieder dabei ist, aber auch viele neue Sachen. Wir haben ganz neu, da sind wir ganz stolz drauf, die Spielschorn für Kinder und Erwachsene, wo dann auch auf der Bühne Montag und Dienstag Spielenachmittage stattfinden werden. Wir haben Mittwochs Kindertag mit Kasperle Theater, Donnerstags Schentiköre, Freitags Jazz und Oldies, Samstag sind die Top-Acts, da gibt es auch eine Erneuerung. Die Top-Acts werden erst um 20 Uhr nach Beendigung des Weihnachtsmarktes ihr Programm auf der Bühne zeigen, damit halt Weihnachtsmarktbesucher und Besucher des Programms auf der Bühne nicht so ganz intensiv zusammenstoßen, haben wir das also auseinandergezogen. Und sonntags, wenn es dann in die Adventszeit geht, gibt es in der Regel Gospelchöre. Ja, sonst sind wieder dabei die Kinderfahrgeschäfte, damit Kinder halt auch Lust und Spaß am Steeler Weihnachtsmarkt haben. Essen und Trinken ist auch gut vertreten. Und natürlich gibt es auch den Steeler Einzelhandel, der ja auch so ein bisschen dahinter steht, dass viele Besucher nach Steele kommen, damit der Einzelhandel in Steele halt auch erhalten bleibt. Sie alle wissen um die Schwierigkeiten, die der Einzelhandel zurzeit hat. Ich denke, dass Steele noch einigermaßen gut aufgestellt ist. Dazu tragen natürlich auch Veranstaltungen und vor allen Dingen der Steeler Weihnachtsmarkt bei. So, ich denke, dass ich jetzt unserer Bürgermeisterin Frau Jakob das Mikrofon überreichen darf und sie bitten möchte, den Weihnachtsmarkt offiziell zu eröffnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Lieber Herr Finger, lieber Frank Stienecker, Frau Backhaus und ich habe es versprochen, liebe Charlotte, herzlich willkommen zum Steeler Weihnachtsmarkt. Für mich als Steelenserin ist es wirklich eine große Ehre, hier heute den Weihnachtsmarkt eröffnen zu dürfen. Und bis zum 30. Dezember erwarten uns ja wieder hier einige Highlights. Ich habe gelesen, Olaf Henning und Bernhard Brink werden auf der Bühne sein. Verschiedene Kinderchöre, verschiedene Aktionen und auch wieder ganz, ganz viele Marktstände, die wirklich hier zum Verweilen einladen. Ja, vielen Dank nochmal an Frau Backhaus für die Spende des Baumes, weil es ist ja hier, glaube ich, Deutschlands größter
größte Weihnachtstanne? Ist es Deutschlands oder Europas? Die sich dreht. Die sich dreht. Okay, die größte Weihnachtstanne, die sich dreht. Und werfen Sie kräftig Münzen ein, damit sich die Tanne weiter dreht, weil die wird alles zugunsten für die Aktion Lichtblicke sein. Das Geld wird gespendet an Menschen, die sich in Notlagen befinden. Und ja, deswegen wünsche ich Ihnen allen hier ganz, ganz viel Spaß. Es geht nochmal ein ganz, ganz großer Dank auch an die ESC-Stede und allen Aktivisten, die es wirklich hier möglich gemacht hat, immer wieder diesen Weihnachtsmarkt mal aufzubauen und jedes Jahr auch zu erweitern. Und deswegen wünsche ich uns eine ganz, ganz tolle vorweihnachtliche Zeit mit ganz viel Spaß und Vergnügen hier auf dem Steeler Weihnachtsmarkt. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt werden wir einen Countdown starten, damit jetzt gleich die 13 Meter hohe Tanne festlich erleuchtet. Und ich würde sagen, seid ihr soweit? Wir zählen runter. Wir fangen an. Wir fangen an. Alle bereit? Okay, wir fangen an. Achtung! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Damit jetzt gleich die größte drehbare Tanne festlich erleuchtet. Wir fangen bei 10 wieder an. Auf die Plätze, fertig, los. 10, 9, 8, 7, lauter, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Da ist es! Hier! 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 Hey, wieso macht er denn jetzt nichts? Mach mal Daumen hoch! Hallo hier!